Leute, schönen guten Tag, ja besser gesagt guten Abend, es ist schon ziemlich spät. Ich habe bis gerade noch Kurse gegeben, wir haben jetzt 21.49 Uhr. Ich bin ein bisschen demotiviert eigentlich, aber der gute Bro hat ein neues Gym. Und zwar trainiert er jetzt im Clever Fit in Beensberg. Und ich gehe da heute mal ein Probetraining abstatten. Und wir trainieren mal seit langem wieder zusammen. Er hat ja im aktuellen Bandscheibenvorfall, ist ein bisschen scheiße. Er macht so ein bisschen Schontraining, aber dann kann er mir vielleicht ein bisschen helfen bei der Kamera. Vielleicht kriegen wir ihn auch vor die Kamera. Er ist irgendwie in letzter Zeit ein bisschen kamerascheu geworden, anders als früher. Und ich raff mich jetzt auf und ab ins Gym. Ja, Leute, ich war früher eigentlich fast immer abends trainieren. Mittlerweile bin ich eher zu so einem Vormittagstrainingstypen gewandelt. Aber heute wird es dann nochmal spät. War eigentlich schwer, sich aufzuraffen, aber wir ziehen durch. Leute, kennt ihr das, wenn ihr einfach so alte Musik hört und immer mal der Musiktrend so ein bisschen wechselt? Also im Moment bin ich irgendwie so auf dem R&B 2000er Trip. Fragt mich nicht, wie das kam. Das ist einfach so passiert. Und ja, momentan irgendwie tönt mich die Mucke einfach übelst an. So Leute, im Clever Fit angekommen. Da vorne läuft der Bro. Der hat morgen seinen ersten festen Brickletics-Kurs am Start. Uiuiuiui. Bro, wie fühlst du dich so bei mir im Vlog mal wieder? So Leute, der Bro hat einen Stim-Booster besorgt. Und wir haben beide übelst lang kein Stim genommen. Das heißt, das wird heute richtig witziges Training. Es zittert schon ein bisschen. Du kannst ruhig rauslassen. So, wir hauen uns jetzt hier den unseren Pre-Workout rein. Intra-Rush ist auch mit drin. Und dann geht's ab ins Gym. Wir sind im Gym. Oh, ab ins Training. Ist schon spät. Ich muss sagen, das Gym ist eigentlich cool. Vor allem haben wir hier richtig krass anaboles Licht. Ich weiß nicht, ob das auf Kamera so krass rüberkommt wie hier in Real. Aber hier ist auf jeden Fall stabiles Licht. Bro, was sagst du? Hör dir die geilen Kameraaufnahmen, ne? Aber ja, schon. Ja. Der Bro, der Kameramann heute, support mich ein bisschen. Auch richtig viele alte Freunde hier wieder getroffen im Gym, das ist immer richtig witzig. Unter anderem einen alten Klassenkameraden, den ich zusammen damals zur weiterführenden Schule gegangen bin. Auf jeden Fall richtig witzig. So, wir machen jetzt die letzten Sätze und dann gucken wir, ob wir mit Steve noch eine Runde quatschen können.
So Leute, durch mit dem Training. Jetzt wird noch ein bisschen gestretched. Der Bro macht noch so ein paar Reha-Übungen für seine Wirbelsäule. Ja Leute, das war das Probetraining bei CleverFit hier in Bensberg. Mit Bensberg im Hintergrund. Steve musste leider nach Hause, deswegen haben wir jetzt keine kleine Talkrunde mehr gemacht. Aber ich verspreche euch, ich erzähle euch mit ihm zusammen mal, was bei ihm los ist. So. Hat halt Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule und macht im Moment so ein bisschen Reha-mäßig. Aber da wird er euch auf jeden Fall selber auch noch mal ein bisschen was zu erzählen. Ja, ich dachte, ich nehme euch einfach mit hier hin, zeige euch so ein bisschen das Studio, wenn sich jemand dafür interessiert, wie das alles so aussieht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.